2020 hat sich der Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zum 75. Mal gejährt. Seitdem müssen Überlebende und deren Nachfahren, muss die Welt mit dem Zivilisationsbruch Auschwitz leben. Die Überlebenden des Holocaust konnten über das Geschehen oft nicht sprechen und die Traumata des Erlittenen wirkten auch im Stillen und gerade dort. Überlebende und ihre Kinder beschwiegen das Unfassbare, um einander zu schützen und dem Schrecken nicht oder nicht noch einmal begegnen zu müssen. Anders die Generation der Enkel. Sie stellt den Großeltern nicht nur Fragen, auf die sie auch Antworten bekommt, sondern erlebt Auschwitz zudem als ein historisches Faktum. Was heißt und bedeutet Auschwitz für diese dritte Generation? Dieses Buch, um das es jetzt geht, oder das Buch, um das es jetzt geht, nämlich Andrea von Treuenfelds Buch Leben mit Auschwitz, ich halte es hier nochmal in die Kamera, mit dem Untertitel Momente der Geschichte und Erfahrungen der dritten Generation, versammelt Zeugnisse von Enkelinnen und Enkeln von Auschwitz. Genau. Damit dann recht herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Wer Andrea von Neuenfeld ist, erfahrt ihr wie immer in der Videobeschreibung. Mir fehlt hier dann einfach die Zeit dazu. Die Zeit möchte ich dann lieber für die inhaltliche Betrachtung oder für die inhaltliche Rezension nutzen. Komme ich dann einmal zum Inhalt des Buches. In ihrem Buch beschäftigt sich Andrea von Treuenfeld, wie schon erwähnt, mit der Frage, was Enkelinnen und Enkel von Überlebenden der Nazi-Verfolgungen und von den Erfahrungen ihrer Großeltern wissen und welche Bedeutung dieses Wissen in ihrem heutigen Leben, zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland, hat. Es sind oft, das kann man schon mal sagen, berührende, manchmal erschütternde und immer nachdenkenswerte Berichte darüber, wie wirkmächtig das Geschehen von damals im Leben von Menschen auch heute noch ist. Wobei man das dann auf eine Formel bringen kann, Auschwitz war nicht nur gestern, sondern ist auch heute. Immer noch und bleibend. Andrea von Neuenfeld, würde ich sagen, es ist dabei gelungen, Menschen mit vielfältigen Hintergründen für das Buch zu gewinnen. Dabei gehören die Befragten zu jenen Gruppen oder zu jener Gruppe, deren Großeltern und Urgroßeltern zu den politischen Gegnern, die zu Verfolgten wie Sinti und Roma oder auch Juden gehörten. Unter den Vorfahren mancher Interviewter gab es allerdings, das muss man auch sagen, überzeugte Nazis bzw. Nazi-Mitläufer, was dann nochmal die so Familiengeschichten besonders interessant. In dem Buch wird dabei die Konfrontation mit den Schrecken der Nazi-Verfolgung, wie sie sich auf die unterschiedlichen Familien, oder wie sie sich in den unterschiedlichen Familien zugetragen haben und auf die, und auf eine ganz spezifische, auf eine besondere Weise an die dritte Generation tradiert wurden, behandelt, wobei dies nicht nur verbal durchs Erzählen erfolgt, sondern auch oftmals nonverbal im Beziehungsleben stattgefunden hat. Dass dann einfach Sachen vorgelebt wurden und dass dann die zweite bzw. die dritte Generation, ich sag jetzt mal kinderpsychologisch, ich bin zwar kein Experte, aber wo das dann Kinder oftmals übernehmen. Genau, Topi sind, die immer wieder auftauchen, sind zum Beispiel die Beziehungen, das Verhältnis zu den Großeltern, die Behandlung der Erlebnisse in der Kindheit und Jugend, die Traumata der Großeltern, aber auch immer wieder der Umgang in der Schule mit dem Thema, auch und vor allem durch Mitschüler und ihre Reaktion auf das Erfahren, dass Mitschüler, dass Eltern bzw. Großeltern eines Mitschülers selbst in Auschwitz zum Beispiel oder Ravensbrück in verschiedenen Dachau, in Buchenwald oder ähnliches in den verschiedensten Konzentrationslagern inhaftiert gewesen
Was ich ganz interessant fand, war, dass viele der oder einige der Großeltern gesagt haben, ja, wir als die gefragt wurden, ja, hey, wie war das denn? Wir müssen uns da gerade mit einem in Deutsch oder in Geschichte mit beschäftigen. Wie war das denn? Erzähl doch mal. Und wo sie dann ja durch Deutschland, durch die Region gefahren sind, um dann als Art Referenten, als Zeitzeugen zu berichten. Das fand ich eigentlich höchst spannend. Genau. Aber ich fand auch beeindruckend, wie dann das, wie dann wenig die Großeltern, die Generation, die das erlebt quasi hat, die Inhaftierung miterlebt hat, mit den eigenen Kindern wenig bis gar nicht drüber gesprochen hat, beziehungsweise wurde es nur am Rande irgendwie, ja, wie heißt es, besprochen war, nur so irgendwie im Zwischensatz, während die Kindergeneration, also die Enkelgeneration, also die dritte Generation, die es jetzt hier ging, fragen konnte und das dann oftmals kindgerecht erzählt bekommen hat. Einiges wurde sicherlich nicht erzählt. Ich erinnere mich da an eine Aussage eines Befragten, der dann gesagt hat, gefragt wurde und dann hat gefragt wurde, ja, das musst du jetzt nicht wissen, so, also sinngemäß, so nicht jetzt aus Böswilligkeit, das musst du jetzt nicht wissen, sondern eher, wo er es dann auch schreibt, ja, eher aus Schutz vor das, aus Eigenschutz, beziehungsweise aus Schutz, um die Traumata wieder hochzuholen, und genau, spannend war, fand ich auch, wie dann quasi Mitschüler, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, bei den Topoi, ja, erzählt auf das quasi ja, reagiert haben, oh, dein Großvater, deine Großmutter, deine Großeltern waren in Auschwitz, Dachau, wie auch immer, in einem der Konzentrationslagern und wo dann in ja, Auschwitz quasi bei einem Besuch auch eines Mitglieds der dritten, eines Angehörigen der dritten Generation, dann der einer der Erzählerinnen hier in dem Buch zusammen, in dem Sinne zusammengebrochen ist mental und dann die Mitschüler sich ganz, ja, in dem Sinne rührend um die Mitschüler gekümmert haben, Verständnis gezeigt haben und genau, ja. Komme ich dann einmal zum Fazit des Buches. Es ist ein spannendes und wichtiges Buch über die Erlebnisse der dritten Generation von Auschwitz-Überlebenden und ihre Verarbeitung und Annäherung an das doch recht schwierige Thema, sage ich jetzt mal, bei dem auch die Geschichte der KZs nach dem Ende des Nationalsozialismus nachgezeichnet werden, etwa durch den Kontext der Auschwitz, oder die Kontextualisierung der Auschwitz-Prozesse in den 60er Jahren, aber auch die Seligsprechung des Paters Maximilian Kolbe in den 1970er Jahren, der für einen anderen Mithäftling quasi gestorben ist, die meines Empfindens nach gerne etwas ausführlicher hätten behandelt werden können. Einziger Kritikpunkt an dem Buch, wenn man das so sagen kann, wäre, dass wichtige Aspekte dessen, was sich während der Aufzeichnung zwischen und in den Beteiligten, den Befragten und vor allem auch der Interviewerin, der Andrea von Treuenfeld, ja, zugetragen hat, bleiben unbekannt fehlen, auch wenn in Kapiteln kurze Biografien der Beteiligten vorangestellt werden worden sind. Interessant wäre noch gewesen, wie wurde die Autorin als Interviewerin erlebt? Welche Affekte, Gedanken und Fantasien, ja, in dem Sinne Fantasien in Anführungsstrichen, haben die Schilderungen der in der Autorin selbst ausgelöst? Auf welche Weise haben die Gespräche sie mit ihrer eigenen Geschichte während des Nationalsozialismus konfrontiert? Es muss nicht, wie schon erwähnt, also es muss jetzt nicht unbedingt fehlend sein,
da es dem Leser den eigenen, einen eigenen Analyse- und Wahrnehmungs- und Erlebnisraum eröffnet, ohne dass jetzt die, ohne dass quasi was vorgegeben wird, Eindrücke der Autorin, der Interviewerin, ich hätte es am Ende des Buches vielleicht noch in einem Kapitel mir gewünscht, dass da einfach nochmal heißt, okay, Interviews haben, die gerade gelesenen Interviews haben bei mir Folgendes ausgelöst, bei dem Interview habe ich so, vielleicht nicht so explizit, aber dass man das auch einfach nochmal in einem Schlusskapitel sagt, die Interviews haben das und das in mir ausgelöst und haben da und dazu was das und das ausgelöst und mich zu diesen neuen Erkenntnissen geführt, beziehungsweise bei mir zu weiteren Nachforschungen in Richtung XY geführt. Aber okay, das muss wie gesagt kein Mangel sein, sondern genau. Ja, das soll es dann wieder auch schon gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Bis dahin, macht's gut. Haut rein.